finde es cool. Es ist noch etwas anderes und es ist sehr spannend. Ich finde es auch eine gute Alternative zum Film. Es ist schlechter als Kino und es ist teurer als Kino. Und die Beibehaltung von der Kultur, hätte ich gesagt. Es gibt sicher Leute, denen gefällt. Ja, ich denke, es hat auch etwas verloren. Es ist etwas Gutes, ja, für die Leute, die gerne gehen. Vielleicht so etwas Kulturelles oder so, aber für mich ist es nicht so wichtig. Ich bin der Max Schaffenberger. Ich bin als Theaterpädagog hier am Konzerttheater Bern seit August 2016 und leite Vermittlung für Schauspiel und Tanz. Und was ist das Theater für dich? Etwas, wo jeden oben anders ist, abhängig von den Leuten, die auf der Bühne stehen, abhängig von der Tagesform, vom Stück, eine sehr bunte Angelegenheit. Was denkst du, was das Theater ist für die jungen Leute heutzutage? Es ist, glaube ich, mega unterschiedlich. Es gibt Leute, die interessiert sind und wo du das Gefühl hast, doch, das ist vielleicht ein spannendes Thema, ist vielleicht etwas, was sie beschäftigt. Wir fragen uns ja oft selber auch, was ist eigentlich das, was wir spannend finden oder was man spannend finden kann, wenn man jünger ist. Ja, wir sind jetzt ja mit der Schule eigentlich ins Theater gegangen. Wenn er jetzt eine Lehrschule wäre, würde er auch ins Theater schauen. Ja, also ich gehe so mit meiner Familie schon mal, oder jetzt so mit mir, eher mit meinem Grossi oder so. Also ich bin ganz ehrlich, sonst so Theater und auch kinotechnisch ist eigentlich gar nicht selten. Also Kino noch eher als Theater privat jetzt. Einfach mit der Klasse normalerweise. Also die Idee ist gut im Prinzip, dass man es mal machen will, aber man muss sich halt immer noch ein bisschen schauen. Ja, also ich habe eigentlich noch viel Theater oder Musicals schauen, aber die sind halt auch eher recht zur Unterhaltung und jetzt weniger so tiefgründige Theater in dem Sinn. Ja, also ich weiss, mit denen ist schon mal manchmal ins Theater, zum Teil auch in unserer eigenen Gemeinde oder so Theater und dann nein, gehe ich gerne ins Theater. Tschüss, also ich würde gehen, wenn ich mal eins wirklich so richtig gut ansprechen. Ich habe gehört, ihr geht mit dem KTB in die Schule und besucht die Klasse dort. Was macht ihr dort? Wir machen dort stückeinführende Workshops. Ich tue meistens, wenn ich meine Vorbereitungen mache, eine Einführung machen, wo ich auch erkläre, wer ich bin und mir vorstelle. Und wo man zum Beispiel mit einer Szene schafft aus dem Stück oder etwas, was spannend ist und wo man wie ihnen mitgibt und eine kleine Zusammenfassung von einer Geschichte und auf die Kostüme vielleicht eingehen, auf das Bühnenbild und meistens kombiniert mit Spielen und mit Bewegungssachen. Je nachdem, welche Stufe, für welche Stufe man das Theater macht, muss man es dann auch anpassen. Bei älteren Leuten, älteren Jugendlichen kannst du zum Beispiel auch noch mehr über ein Thema schwätzen oder noch mehr Fragen beantworten zum Theater. Und es geht um diese kritische Auseinandersetzung. Warum tut man sich so etwas an, wenn es so in den politischen Zuständen lebt? Warum wird viel Alkohol konsumiert? Die wissen ganz genau, dass nicht alle Leute zu viel Alkohol konsumieren. Aber ich kann jetzt von mir jetzt auch nicht sagen, dass ich noch nie zu viel getrunken habe. Ich habe auch schon zu viel getrunken und am nächsten Morgen denke ich, Gott sei Dank, komme ich auf die blöde Idee. Es wird nicht so gezeigt, weil der erst einen Mund hat, findet, das ist gut. Sondern das wird so gezeigt, wo spinnen wir eigentlich zum Teil. Das Spannende ist, das eine ist wirklich das, was im Stück passiert, also Stoff von einem Theater zum Beispiel. Und das andere ist eigentlich, wie es auf die Bühne gebracht wird. Und das ist zum Teil noch spannender, habe ich das Gefühl. Du kannst ein Stück mega schlecht finden, aber so wie sie es spielen und so wie das Bühnenbild ist und so wie man es Licht gemacht hat, findet man es mega spannend. Und das sind ja zwei unterschiedliche Sachen, Form und Inhalt. Und also die wenigsten Leute sind ja effektiv auf der Bühne am Schluss. Die meisten Leute arbeiten drumherum, unter der Bühne, hinter der Bühne, neben der Bühne. Wo sieht man verschiedene Bühnenbilder, die sie nachgebaut haben. Das sind Modelle, das haben wir schon im Katzenmarkt gesehen. Das Hexenhäuschen hat sie in Originalgröße, also wirklich als Hexenhäuschen gebaut. 6 Meter auf weiss nicht was, das heisst, du hast mit einer Hexe drin können spielen. Wo dann auch von Tänzern, soviel ich weiss, umgedreht worden ist. Also das war so geil, dass man das hätte können
transportieren. Das Schloss haben sie auch gebaut, das ist dann dort drin gebaut worden, seit beziehungsweise bei Walt Disney. Und das sind eigentlich alles kleine Modelle, wo man zum Beispiel die Waschmaschine, die man hat aufmachen konnte und die sich auch gedreht hat, die ist überdimensional auf der Bühne gewesen. Gibt es sonst noch Bereiche, wo du dich für das KTP investierst? Wir haben ja den Jugendclub als der eine Ort, wo Jugendliche Theater spielen. Und Tradition, sage ich mal, an einem Stadttheater, dass man mit Jugendlichen arbeitet und dass es nicht nur Schauspieler gibt, die Geld bekommen für ihre Auftritte, sondern dass man mit Jugendlichen zwischen 16 und 22 selber ein Stück macht. Und das eigentlich auch als Teil des ganzen Theaters aufführen darf, auf einer Bühne, unter professioneller Anleitung, mit Regisseur, mit Assistenz, mit Bühnenbild, mit Licht. Und was sind das so für Jugendliche? Im Grunde genommen alles mega offene Leute, die gerne ausprobieren, neue Sachen kennenlernen wollen. Die meisten die mega gerne improvisieren. Und im Spiel, auch ein bisschen im Verrücktsein, einfach in so einem geschützten Rahmen, in so einem geschützten Ort sich dürfen kennenlernen und ein halbes Jahr lang an einem Projekt arbeiten und ein Ziel haben, wo man will, darauf zu arbeiten. Und für viele sind das, glaube ich, auch Momente, wo man einfach aus dem Alltag raustritt, wo es nicht um Leistungsdenken geht, wo es nicht um Schule geht, wo es nicht um sonstigen Stress geht und du kannst einfach mit einem Thema oder an einem Thema arbeiten, das du spannend findest, zusammen mit anderen Leuten, die vielleicht viel älter sind oder viel jünger, aber die das gleiche Ziel vor Augen haben und mit diesem Ziel du dann Woche für Woche immer mehr schaffst. Stell dir folgendes vor: Cowboy-Western-Situation. Nicht lachen, das ist eine ernste Übung, okay? Und los. Zitrone. Wir haben jetzt Sprechübungen gemacht. Chorisch und Dialogarbeit jetzt, wo sie selber zu dem Thema meinen Text schreiben. Nachdem wir mit Vorlagen geschafft haben, ist es heute vor allem darum gegangen, auch mit der Stimme zu arbeiten. Und das, was wir die letzten Wochen gemacht haben, körperlich, choreografisch, ein bisschen zusammenzuführen. Und ich habe versucht, die Grenzen auszuloten, was gut von dieser Gruppe, was zu viel ist und mit welchem Material und auf welchem Niveau man kann arbeiten kann später. Theater, weil das für mich einfach super ist, für vor Wochen abzuschalten vor allem. Es ist wirklich einfach, du kommst an einen Ort her, wo du mal richtig dumm tun und einfach Freude haben. Ich komme daher zum Spinnen, zum Spass haben, zum Spielen, zum Blöd tun, zum Zuhause lassen, zum neben heute wieder heimgehen. Ich kann sehr kreativ sein. Man kann seine eigenen Ideen reinbringen und egal was alle anderen denken, man macht es einfach. Man kann hier in eine Rolle hineingehen, wo man sonst vielleicht im Alltag nicht ist oder sicher tut es einem so das Selbstbewusstsein oder das Selbstvertrauen sicher zu stärken. Sicher herzustehen und irgendwie vor Publikum oder auch hier vor allen anderen Leuten irgendetwas zu sagen und herzustehen und dazu stehen, das was man sagt. Und das kann man im Alltag auch sehr gut gebrauchen. Man tritt dann automatisch wie andere Sachen ein. Hat neue Ideen und man sieht andere Sachen aus ganz anderen Perspektiven. Und das ist ja auch das, was das Theater macht, dass du ständig wieder die eigenen Grenzen überschreitest. Und das ist auch das, was so ein bisschen Reiz daran hat, halt als Schauspieler. Und dann auch als die Leute, die kommen, weil sie dich halt auf der Bühne sehen, als Mensch vor dir, der etwas ganz anderes verkörpert, als du jetzt selber so bist. Und ich denke, das ist auch das, was also der Reiz, das Theater halt immer noch behaltet. Es hat eine viel andere Wirkung, als wenn man es über noch einen Filter hat. Das Theater hat halt keinen Filter zwischen Publikum und dem Theater, das es vorne dran
kannst so abartig simple Sachen nehmen und du kannst sie umsetzen, dass es nicht trotzdem wirklich einfach absolut interessant ist. Du kannst irgendwie einfach Leute in einen Kreis setzen, so wie jetzt hier, und kannst einfach schauen, was passiert. Und das ergibt auch schon etwas, das unter Umständen extrem interessant kann sein, und das kannst du auch auf eine Bühne setzen. Ja. Du hast schon ein bisschen angetönt, was gibt es so für Aufwände, was braucht, dass ein Theater überhaupt zustande kommt? Wir haben ein kleines Team, sag ich mal, wo aus Schauspielern besteht und Regie, Dramaturgie, vielleicht noch Assistenten, Praktikanten, die viele organisatorische Sachen machen. Und die arbeiten dann einfach in dieser begrenzten Zeit bis zu dem Premiere-Termin auf Hochdruck. Und je näher man an die Premiere geht, umso intensiver und länger wird dann zum Teil erprobt, damit es dann wirklich zustande kommt. Mit der Leichtigkeit müsste es sein, oder? Ja, also mit so einer entgegengesetzten Leichtigkeit. Genau. Genau, das ist eigentlich willst du dich selber häuten. Du willst dir dein altes Ich hineinreißen und sagst dann aber, jetzt ist es vorbei, sei doch lieb. Und du da unten willst. Also man kann sich, es ist ja anmaßend zu behaupten, dass wir, die da oben stehen, etwas besser wissen als die da unten und dementsprechend irgendwie belehren könnten. Das ist ja anmaßend. Aber man arbeitet ja an einem Stoff und an einem Stück über mehrere Wochen und entwickelt eine, im besten Fall finde ich, eine Haltung zur Gesellschaft oder zu unserem Leben oder zur Welt. Das ist sehr abstrakt und wenn du dann am Ende eigentlich ein Stück siehst, musst dir das ja nicht unbedingt aufgehen und du musst nicht denken, das wollten sie uns damit sagen. Das geht nicht immer auf, so. Je nach Interesse von jedem Zuschauer. Aber man hat vielleicht die Möglichkeit eben zu sticheln. Und du wirst durch ein Stück nie die Welt verändern, du wirst durch ein Stück nie... Und wenn, dann ist es unbeabsichtigt. Wenn, dann passiert etwas völlig unabhängig von dir im Zuschauer, was ihn vielleicht zum Nachdenken anregt oder so. Aber du gibst dich einfach mit deinen Idealen, mit den Ideen, die du hast, über bestimmte Sachen, stellst du dich zur Verfügung, dass auch etwas mit dir passiert. Mhm. Und durch dieses Erlebnis, sich auf etwas einzustellen und einzulassen, entwickelst du etwas, was so wie es dich verändert, die Möglichkeit bietet, dass es andere auch verändert. Also das ist wirklich sehr abstrakt. Es ist schlussendlich, Theater verändert nichts. Theater verändert genauso viel wie eine Begegnung eines zwei Leute auf der Straße die Welt verändern könnte. All das, was wir machen, ist ein Angebot quasi. Und wenn es einen nicht interessiert, dann interessiert es einen nicht. Und wenn es aber einen interessiert, dann interessiert es einen. Und das ist weder gut noch schlecht. Dass du wie beim Sport oder bei anderen Hobbys, gibt es einfach Sachen, die du toll findest, und andere Sachen findest du nicht so toll. Und je nachdem, was für ein Typ du bist und was für Fragen du dir stellst und im Leben auch, ist vielleicht Theater, kannst du dich begeistern oder kannst du dich nicht begeistern. Und es ist eigentlich auch voll okay, wenn du dich nicht kannst begeistern für Theater. Es ist so eine Art, wo du anhackst und sobald du dumm bist und eine Bühne hast, hast du ein Gegenüber, der auf dich reagieren kann. Und ich finde, in so einem Raum ist es mega spannend, wenn man wie zwei Seiten hat. Man hat die Leute auf der Bühne und man hat ein Publikum. Und zwischen dem kann irgendetwas stattfinden. Irgendetwas, wenn es spannend ist, wenn es lustig ist, dann hast du live die Situationen wie bei einem Konzert. Du siehst als Schauspieler, wie das Publikum reagiert. Und andersrum auch. Und das finde ich etwas, wo mega toll ist und wo so recht einzigartig ist. I'm sick of high spirits, coming home to the one. And it's madness, who do you think?